euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Was mich irritiert, dass niemand die Hand in die Kamera hält, das kann ich für dich übernehmen. Sogar mit Autofokus, gern geschehen. wieso kann der Spinosaurus den Stahlzaun so einfach... Kommt, ja, erstmal war die Tür nicht aus Holz, oder? War die Tür nicht aus massivem Stahl? War das eine Holztür? Das wird immer wieder gesagt, aber ich meine mich zu erinnern, dass es eigentlich eine Stahltür gewesen ist. Es macht es auch nicht besser. Die Stahltür wurde zusammengehalten mit so einem Holzbrett und das konnte er nicht kaputt brechen. Das ist schon nicht so... Ja, das ist schon sehr fragwürdig. Und durch den Zaun konnte er eventuell durchbrechen. Ey, Isla Sorna muss irgendwann nach 1993 untergegangen sein. So, Jurassic Park 3 Spiel 2001. Das sind schon ein paar Jährchen. Da wird das alles schon morsch und kann kaputt gehen. Das ist schon... Dass er durch den Zaun durchbricht, ist okay. Dass er aber später durch diese Tür nicht mehr durchkommt, wo ein Holzbrett davor liegt, das ist Schwachsinn. Das ist einfach Quatsch. Du siehst ja vor allem noch genau, wie er... Hier ist quasi die Holztür. Der Spino ist schon hier. Die Tür geht dann aber erst zu und die Helden haben noch genug Zeit, diese Holzdinger davor zu legen. Der müsste eigentlich locker durchgekommen sein. Aber ist halt eine filmische Sache, komm. Ja, gerade wenn wir jetzt eben Jurassic World haben, da fährst du irgendwann auf, Sachen zu hinterfragen und akzeptierst es einfach so, wie es ist. Paleozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Die haben mehr für Türen ausgegeben als für Zäune, richtig. Er hat keine Kosten gescheut, der Dr. Hammond, aber er hat die Zäune nicht bedacht. Was soll da schon passieren? Da ist ja Strom drauf. Wenn der Strom mal ausfällt, ach Quatsch. Bitte euch. Schwachsinn. Was soll das sein? Ein Mosasaurus. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll, klingt nett. Das Design ist aber hier auch noch anders vom Mosasaurus, ne? Als in Jurassic World später. Ich meine, das wäre hier sogar, was wir auf dem Bild gesehen haben, finde ich das sogar geiler. Ist halt wieder sehr überzeichnet und wieder mehr Richtung, Kreatur, dunkle, böse Kreatur. Aber mir gefällt das hier mehr. Ich bin sehr gespannt, ob das Tier mehr zu tun haben wird als in Jurassic World. Weil da war der wirklich für die Katz gewesen. So, mal gucken. Was haben wir noch hier für Dialoge, die wir starten können? Die Meeresausstellung. Ja, genau, was ist eigentlich mit dir? So schnell hergekommen. Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Ist ein Thylosaurus, aber, das habe ich im letzten Stream von jemandem von euch gelernt, ein Thylosaurus ist auch nur eine Art, eine untergeordnete Gattung von einem Mosasaurus, oder nicht? Das sind alles Mosasaurier, die haben nur andere Unterkategorien. Was für einen haben wir dann in Jurassic World? Wurde nie erklärt. Okay, wir gehen mal rüber hier zu Captain, Captain zu cool, um mit uns abzuhängen. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Einfach mal die Leute belästigen, die... Ach nee, doch nicht. Wir gehen ganz woanders hin. Eine Information könnte ich jetzt brauchen. Okay, Fisch. Wetten, dass es die Viecher auch zu essen gibt im Jurassic Park. Hundertprozentig gibt es da keine Captain Igloo-Fischstäbchen. Hier gibt es dann direkt die Dinger. Ich kann die Namen nicht lesen. Hier ist auf jeden Fall ganz klar Mosasaurus, meine ich. Würde ich hier rauslesen können. Das kann ich nicht lesen hier. Ach so. Oh gut, eine Anleitung. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Moin, moin. Jetzt hättest du fast den Stream verpasst. Das war jetzt aber ganz knapp, du. Ganz knapp. Ja, zur Not kann man das Ganze aber auch nachholen. Ich lade das ja auch nochmal auf YouTube hoch. Das ist ja kein Weltuntergang. Ist natürlich assi und ich merke mir sowas auf jeden Fall. Ich habe hier extra ein Notizbuch. Da stehen alle Namen drin.
in diesem Death Note von Leuten, die zu spät zum Stream kommen. Aber das kann man erstmal ganz kurz wegignorieren. Ist ja zweitrangig. So, der nächste Aufzug fährt um. Wissen wir nicht. Was haben wir hier noch? Diese Jurassic Park Magnete hatte ich früher auch mal als Kind gehabt. Die gab es für einen, ja klar, für einen Kühlschrank und so, aber die gab es in so Cornflakes-Packungen. Kann das sein? Irgendwo hatte ich die auf jeden Fall hergehabt. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Eine Unterart des Mosasaurier. In Jurassic World wird es vom Aussehen eines Mosasaurus Maximus. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall eine andere Gattung des gleichen Sauriers aus Jurassic World. Wenn ich euch da richtig verstehe. Hier ist was Neues aufgeploppt. Ah ja. Devon Perm. Okay, die Nummern hier sind alle eingekreist. Ich glaube, das ist das Passwort, oder? Ist das das Passwort? Merkt er sich sowas allein oder muss ich mir das jetzt aufschreiben? Ich habe ja mein schlaues Büchlein jetzt hier, aber keinen Stift. Demnach wäre das Passwort in der richtigen Reihenfolge gesetzt, je nachdem, wie die Schilder am Anfang standen. Da schaue ich gerade nochmal nach. Gehen wir gerade nochmal zurück zum Anfang. Kannst du mal alle Jurassic Park World Filme bewerten, genauso wie die Serie? Würde mich deine Meinung zu den Filmen sehr interessieren. Du meinst, so ein Ranking zu machen? Das kann ich mal machen. Das wird aber nicht sehr spannend, glaube ich. Aber ich kann das mal machen, weil vielleicht die Argumentation, warum ich was wie bewerte, interessant sein könnte. Für den einen oder anderen. Denkst du, dass wenn der Indominus Rex Jurassic World überlebt hätte, dass er für Fallen Kingdom eine größere Rolle gespielt hätte? Definitiv. Als nur diese kleine Szene am Anfang, wo sie den Knochen genommen haben. Ja, ich glaube wirklich, dass sie, wenn der Indominus Rex überlebt hätte, wären sie genauso auf die Insel geflogen, wie sie es auch im Film gemacht haben, hätten aber den kompletten Saurier mitgenommen, den lebendigen, hätten ihm dann wahrscheinlich DNA-Zellen abgenommen und dann hätten wir einen Indominus Rex und einen Indoraptor. Wäre eine coole What-If-Folge, finde ich. What-If, der überlebt hätte. Der hätte auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt. Und das Ganze wäre wahrscheinlich auch ein bisschen blöder ausgegangen, wenn du dir überlegst, wie das Ganze dann weitergeht. Stell dir mal vor, der Indominus Rex hätte es auch noch geschafft, Fallen Kingdom zu überleben und wäre frei in den Wäldern rumgelaufen. Den hättest du ja nie wieder gefunden, weil er sich tarnen kann. Und deswegen, das wäre schon krass. Okay. Also, was haben wir jetzt zuerst? Perm, dann Dev, dann das, wenn meine Gedankengänge gerade richtig sind. Perm, Dev, bla bla. Okay. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Schauen wir mal. Perm? Klingt richtig. Nimm Perm, ja, auf jeden Fall. Okay, mein bester Tipp. Ach so, okay, warte mal, was haben wir jetzt hier alles? Carbon, ja. Bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. Müsste aber stimmen. Das ist genau das, was noch fehlt. Das war jetzt eigentlich mehr Zufall als gekonnt. Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Was wäre, wenn Billy gestorben wäre? Er hat das Militär gerufen. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich hat auch Ellie das Militär gerufen. Billy hat wahrscheinlich einfach nur gesagt, ey, die sind da im Dschungel, in der Nähe von, also der wusste ungefähr, wo die sind. Hätten die das nicht gewusst, wäre das aber auch nicht viel anders ausgegangen, glaube ich. Das wäre jetzt gar nicht so interessant von What If her. Das wäre dann hätten die Raptoren, die wären trotzdem abgehauen, weil die Helikopter wären ja trotzdem gekommen. Ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied gemacht hätte. Was ich mal für ein Video angefangen habe zu machen, und es kommt auch noch, da bin ich gerade noch dran, so ein bisschen
Kreativität einfließen zu lassen. Was wäre, wenn in Jurassic Park 1 es keinen T-Rex, sondern der Spinosaurus gewesen wäre, der ausgebrochen wäre am Anfang? Nur wenn ich das dann starte, habe ich damit so ein What-If-Format angefangen und das ist dann schon, da muss man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen. Das hier. Okay. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Ja, da hängen doch aber auch Zettelchen dran. Lies die doch einfach mal. Code funktioniert nicht. Siehe Handbuch im Informationsbüro. Aha. Da waren wir aber erst gewesen. Reset. Resetten wir das Ganze einfach. Wo kann man denn jetzt aber... Ah. Ne, das war das Falsche. 9, 2, 5, 1. Okay. Neuer Code. Er sagt 2, 5, 1 und drückt 9, 3, 2. Sehr schön. Halten wir es einfach. Ist das Skelett vom Rex zerstört wurde in Jurassic World der Spino aus Jurassic Park 3? Nein. Das ist einfach nur, es war ein Easter Egg für die Fans, die sich darüber aufregen, dass der Spinosaurus den T-Rex getötet hat. Und das war jetzt quasi ein Gag, haha. Der Rex stolziert gegen den ausgestorbenen Spinosaurus. Viele behaupten ja, dass der Spino aus Camp Cretaceous der gleiche ist wie der aus Jurassic Park 3. Aber hier gibt es auch nur Hinweise dazu. Es gibt keine offizielle Erklärung, dass das wirklich so wäre. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es aber so, keine Ahnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht der Spino aus Jurassic Park 3 gewesen, der in Jurassic World als Skelett da stand. Dich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Weißt du, du standst die ganze Zeit in der Ecke da hinten und hast nichts gemacht und machst jetzt hier Hektik. Dad, meine Ohren, liebe Gäste, was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen Tiefenrausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Sieht ja schon geil aus, ne? Oh. Ey, das in einem funktionierenden Jurassic Park ist schon sehr mächtig. So cool. Das ist schon eine sehr geile Anlage hier. Vorsicht, ich gehe vor. Seht euch das an. Ich will mit Doc. Was? Dadurch, dass Dominion mit der Jurassic Park World Cast ein Ende hat und dass, wenn andere Filme, der Spinosaurus zurückkommen kann. Ich glaube, die Frage ist, ob der Spinosaurus zurückkehren könnte, wenn es weitergeht, wenn ich es richtig verstanden habe. Könnte er natürlich. Die werden jetzt nicht aufhören, Jurassic-Filme zu machen. Das stimmt nicht. Das ist genau wie mit Camp Cretaceous. Dieser blöde Satz, das große Finale, die Epic Conclusion, ist dafür da, um Leute ins Kino zu locken. Das ist der Grund, weil eine Great Conclusion, ein großes Finale, lockt einfach mehr Leute ins Kino. Das haben die schon so häufig gemacht. Die haben damals Avengers Infinity War. Als schon klar war, es kommt sowieso noch ein Infinity War Part 2, hieß es damals noch, haben sie Infinity War als das große Finale angekündigt und auch beworben.
Da gab es Plakate mit hier endet alles. Das ist ein Marketing-Ding, damit Leute ins Kino rennen. Das wird weitergehen, auf jeden Fall. Und ob der Spinosaurus wieder auftaucht, kann sein. Irgendwie nehmen sie aber gerade alle Inseln so ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Ne? Irgendwie, ja, auf der einen gibt es keine Saurier mehr, die andere ist in die Luft geflogen. Ich glaube, wenn es jetzt weitergeht, wird man sich endlich mal darauf versteifen, wie es ist, in einer Welt zu leben mit Dinosauriern. Und dann haben wir dann vielleicht ein Jurassic Age oder so ein Kram. Es wird auf jeden Fall kein Jurassic World mehr geben, das ist richtig. Aber es wird nach Dominion irgendwas Neues kommen. Jurassic Kingdom, irgend sowas. Der Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Mit Peter Ludlow? Aha. Nein, hören Sie zu. Name Dropping? Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Okay, da kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Abruf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Von innen verschlossen. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Da hat sie aber vollkommen recht. Sie sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Die Insel hochzujagen ist total dämlich. Das ist eine richtig dumme Idee. Also unnötig ist es einfach. Okay, schauen wir mal raus in die Tiefen und gucken, ob wir das Tier schon mal erblicken können. Scheinbar noch nicht. Okay. Ich glaube, die stirbt noch. Ich glaube, Laura, wie heißt sie mit Nachnamen? Die wird das Ganze hier nicht überleben. Die macht wieder viel zu viele Faxen, um hier heil rauszukommen. Okay. Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was hatten die jetzt vor? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Okay. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Vier andere. Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Sorkin, genau. Laura Sorkin. Es muss nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Dazu haben sie kein Recht, lassen sie uns gehen. Ich finde den Plan von ihr gar nicht mal so doof. Ich finde, die Insel hochzujagen ist so richtig dumm. Da gibt es halt gar keinen Grund für. Also gar keinen Grund für. Wie sollen denn die Saurier aufs Festland kommen? Das ist wirklich dämlich. Komm, wir gehen. Sie wagen es, uns so zu benutzen? Wir wollen hier weg. Helfen Sie uns oder lassen Sie uns gehen. Fünf Personen sind besser als eine. Protest definiert sich über messbare Verluste. Test? Das hier ist Spiel immer noch nicht durch. Nee, ich mache jetzt erst auch wieder weiter nach dem letzten Part. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier komplett durch. Ist zumindest das finale Kapitel. Tut mir leid, Jerry. Ich brauche Sie hier. Ein super Thema für einen nächsten Film wäre es, dass sie die Dinosaurier probieren auf eine andere Insel, zum Beispiel Isla Takano, Isla Pane, also die fünf Tode, meinst du, auf eine andere Insel der fünf Tode bringen? Ja, aber dann haben wir wieder das gleiche Szenario, dass wir wieder auf einer Insel sind. Die werden auf gar keinen Fall einen Schritt zurückgehen und das wieder auf die Insel zurückbefördern, das glaube ich nicht. Die werden jetzt weitergehen, das Ganze wird größer werden, ne? Das ist jetzt halt so das neue Motto nach Jurassic World, ist einfach größer, krasser, heftiger. Die werden das global machen, glaube ich. Ey, bin ich auch vollkommen cool mit. Ich würde voll gerne auch mal andere Länder einfach sehen. Wirklich so ganz abseits von der gesamten westlichen Welt. Wie geht zum Beispiel Saudi-Arabien mit einer Dinosaurier-Pandemie um? Würde mich interessieren. Ich würde sowas geil finden. Alaska. Was geht in Alaska ab? Was für Saurier machen sich da heimisch? Aber noch gibt es halt keine neuen
neuen Infos darüber, wie es weitergehen sollte. Es kann alles Mögliche noch passieren. T-Rex konnte angeblich auch schwimmen, haben die vor kurzem in einer Doku gesehen. Ja, das stimmt. In dieser Prehistoric Planet Doku, die ich jedem ans Herz legen kann. Die Serie ist wirklich was für die Leute, die sagen, Jurassic World Dominion ist nicht gut. Die Serie ist geil. Die Serie ist für mich dieses Jahr der Dinosaurier-Content gewesen, auf den ich gewartet habe. Da konnte er schwimmen, das ist richtig. Ja, in der Jurassic Park Lore vielleicht, aber nicht, ich weiß nicht. Aber sagen wir mal, er konnte auch schwimmen, aber er wird nicht schwimmen können wo waren die gewesen? Von Isla Nublar bis hin ans Festland zu Costa Rica. Die Strecke ist ja viel zu weit. Das würde er, glaube ich, auch nicht schaffen. Das wäre doch ein bisschen heftig. Also, ich muss sagen, ich würde es nice finden, wenn man die Dinos auf dem Festland umbringt. Oha, okay. Und dann kommt am Ende so eine Szene, wo du siehst, wie ein Ei aufgeht und dann Black Screen. Ah, du meinst so ein Cliffhanger am Ende. Ich würde die Idee geil finden, wenn man das Ganze einfach ein bisschen weiterspinnt und jetzt wirklich weggeht von Dinosauriern. Wenn wir jetzt vielleicht sagen, wir gehen jetzt in die nächste Epoche der Zeit und bringen jetzt Säbelzahntiger und Mammuts und so ein Zeug hervor. Von mir aus auch noch ein paar Saurier. Lass die auch noch da sein und dass die halt Federn haben. Und ich mochte dieses eine Szenario, was eine Fantheorie war, wo es darum geht, dass die Menschen versuchen, die Saurier auszurotten. Mit einer Eiszeit, mit einer künstlichen Eiszeit, die sie errichten. Und die Saurier sterben aber nicht aus, sondern sie passen sich an. Und deswegen kommt dann diese Evolution wieder zum Stande. Deswegen gibt es dann irgendwann Säbelzahntiger und... Ja, keine Ahnung. Ich finde diese Idee irgendwie ganz cool. Saurier im Weltall oder auf dem Mond. Ey, Jurassic World Dominion, Mann. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber der hat sich doch schon sehr nach Fast and Furious angefühlt, oder nicht? Also wenn jetzt da Dom Toretto am Ende vor dem T-Rex gestanden hätte und hätte gesagt, schieß ihn nicht, wir sind alle eine Familie. Da hätte keiner gesagt, das passt nicht. Das wäre genau das, was gepasst hätte. Also wenn sie irgendwann sagen, jetzt gibt es auch noch ein großes Crossover, weil es muss ja alles ein Universum sein und... Ja, keine Ahnung. Tun sie was. Immer erstmal die anderen anschreien, das ist gut. Wir müssen etwas tun. Und was? Wir sind zwischen zwei Türen eingeschlossen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Nein, Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Hat ihr jetzt vor, wirklich irgendwas Schlimmes zu machen, nur weil sie es nicht schafft, sich durchzusetzen? Andere Möglichkeiten. Was haben sie gesagt? Ja, würde ich auch mal gern wissen. Sie den Bombenangriff stoppen? Ach so, nee, andere Möglichkeiten. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Was, warum denn? Ein Saurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Ach so, stimmt. Ja gut, der kann natürlich so weit schwimmen. Das ist richtig. Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Okay, Laura bekommt auf jeden Fall den klassischen Tod. Sie wird von diesem Saurier hier gefressen. Plan B. Plan B ist gut. Ja, Plan B ist sehr gut. Ich meine, Oscar hätte das Vieh wahrscheinlich mit der bloßen Faust zur Strecke gebracht, aber dann machen wir das halt mit der Axt. Ja, auf jetzt, komm! Geht nicht, ne? Doch, okay.
Von wegen Gewalt ist keine Lösung. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein. Weißt du, ob es eine Map oder sowas gibt, wo die Isla Sorna noch nicht kaputt war? Es gibt Bilder. Ich weiß aber nicht, ob die offiziell sind. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall so Illustrated Artworks davon. Boah, da kommt der. Oh! Aber ich hab's prophezeit. Die ist weg vom Fenster. Tschüss. Ei! Was haben Sie sich dabei gedacht? Die kann dir nicht mehr antworten. Die wurde nämlich gerade sowas von gekillt. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist. Das ist richtig blöd gelaufen. Da sagst du was. vor allem schwimmt sie auf die andere Seite. So rechts war die Leiter und sie schwimmt aber nach links. Hier spricht William Yoda. Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte. Große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet. Bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet. Zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten... Aber der hat auch mal einen Snack für zwischendurch gebraucht, wenn du mal ganz ehrlich bist. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. Der wird ja nicht gefüttert worden sein, seit Natri... Verstanden, Sir. ...den Strom abgeschaltet hat. Ey, diese geilen 90er-Jahre-Computer, ich finde das so schick einfach. Ich glaube, gleich kommt irgendwas Fieses. Ich bereite mich schon mal kurz darauf vor, dass jetzt hier irgendwie Tastenkombi-Action auftaucht. Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Wie geht's dem Hundi? Dem Hundi geht's sehr gut. Der ist gerade das erste Mal schwimmen. Ohne mich tatsächlich, aber mit seinem Frauchen. Bei so einem Hundebadesee, das ist ein bisschen weiter weg von hier. Und ich muss nachher noch ein paar Sachen erledigen, deswegen habe ich gesagt, nee, ich fahre da nicht mit. Und deswegen habe ich gesagt, okay, streame ich dann halt jetzt. Nein, bitte heißen. Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal war nicht vor, Jerry und Punkt. Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nina. Ich habe Ihnen vertraut. Nicht so, wie es aussieht. Yoda hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. Der Rasiersaum. Wo ist der überhaupt hin, der Rasiersaum? Sie versauen es. Nein, sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel. Jetzt mal ohne Scheiß, Chat. Wo ist der Rasiersaum hin? Ich hab das voll vergessen. Ich dachte, sie hat den. Nein, das können Sie nicht tun! Okay, okay, okay. Die Pubertät schlägt zu, alles klar. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie. Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Oh, ey. Warum muss denn jetzt jeder am Rad drehen? Er hat den Rasiersaum nicht mehr. Granate war aber schon erbärmlich, oder? Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Ey, wir müssen jetzt hier weg, Leute. Lass ihn liegen. Muss Opfer geben. Die Tochter haut einfach ohne den Vater ab. Sehr schön. Richtiges Ehrenkind. Jerry, auf jetzt für den Rasiersaum. Beeil dich. Oh, das ist eine coole Perspektive gewesen. Eingesperrt unter Wasser. Ah, ist das krass. Das ist schon böse. Was macht man denn jetzt? Die Flyer, die schwimmen draußen rum. Ist jemand verletzt?
Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns... Ja, eigentlich kann man jetzt nur noch beten, gell? Jodan hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Was, wie schnell wer wieder fit gewesen ist? Der Vater, meinst du, der Jerry? Er weiß, wo das Boot ist. Ja gut, er ist halt hart im Nehmen. Den Behälter hat er nicht. Was? Sie hat den Rasiersaum. Ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeih ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Ihr seid jetzt einfach nur am Arsch, oder nicht? Mir fällt jetzt nichts ein, wie man da rauskommen könnte. Also einfach gar nichts. Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumkommt. Wir können nicht mit dem Rasiersaum schwimmen. Bist du bescheuert? Oha. Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur, da unten sind Tauchausrüstungen. Nein, nein, nein. Was ein Zufall. Ich habe keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier... Hey, hallo, servus. The Wizard Lizard 17. Prost. Tauchen? Wo ist Aquaman, wenn man ihn braucht? Ja, gut, der wäre wahrscheinlich aber auch nicht im Jurassic Park, oder? Der muss ja irgendwo im Meer sein. Also, wir tauchen jetzt wirklich mal da raus. Das Wasser sollte warm sein. So tief und zu dieser Tageszeit? Wir würden uns total unterkühlen. Keine Sorge, Dad. In Neopren sieht jeder gut aus. Ich hatte keine Angst, mich zu genieren. Wir haben eigentlich keine Zeit, jetzt hier zu diskutieren, oder nicht? Der Rasiersaum läuft ab und wir müssen so sehen, dass hier Wasser reinläuft, ne? Ich will es ja nur mal so anmerken. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Namens neuer Freund? Ja, aber Steve tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Steve Harrington. Okay. Warte mal, ich möchte ganz kurz mal gucken, was er hier zu sagen hat. Es gibt eigentlich jetzt keine Diskussion, wie wir das Ganze hier weitermachen müssen. Hier sind doch die... Ne? Und hier sind die anderen. So. Wir müssen doch irgendwie das und das kombinieren, uns auf den Rücken schnallen und dann tauchen. Da würde mir jetzt jeder Tauchprofi, glaube ich, recht geben. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Ich will's nicht rausfinden, Dad. Stunde 50. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach oben erstmal. Ich bin sofort wieder da. Fütterungsprogramm. Ah ja, um ihn abzulenken, verstehe. Können wir eventuell so einen Haifisch da rauslassen, dass der irgendwie... Können wir einfach den T-Rex anrufen? Können wir den T-Rex, aber der kann da nicht ans Telefon gehen, weil der Arm ist zu kurz. Das wird nicht funktionieren. Wir gucken mal, ob wir irgendwie Fische freilassen können. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Becken 4, kann man das hier sehen? Die Tanks, okay. Tank Selection, der zweite unten links. Also in der Mitte. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Oh, das ist wie in Operation Genesis, geil. Da gab es auch diese Unterwasserdüsen, womit man Saurier füttern konnte. Servus Benji, ich weiß nicht, was du schreibst, ob das ein L oder ein I ist, aber ich sage dir einfach mal ganz nett wild zurück. Okay, Schatz, was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst Nein. das schon. Nein, was ist jemand von euch schon mal getaucht, Chat? Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Ich würde das ja voll gerne mal machen, weil ich aber Asthma habe, wird mir davon abgeraten. Man soll das wohl nicht machen, obwohl du hast ja Sauerstoffdinger im Mund. Man soll es aber wohl trotzdem irgendwie nicht machen, keine Ahnung. Das ist nämlich, glaube ich, eine ziemlich geile Erfahrung. Ich hab dich lieb. Oh, das klingt so... ich verabschiede mich jetzt, ne? Wir verabschieden uns mal von ihr. Jess, ich sage dir nicht oft genug, dass ich dich liebe.
Ich bin nur so überfürsorglich, weil Sarah sich von mir abgewandt hat und ich nicht will, dass mir mit dir dasselbe passiert. Wichtig ist nur, dass wir das hier überstehen. Alles andere können wir später klären. Im Vergleich hierzu sind das Kleinigkeiten.